Post-Game-Show. War übel. Holland die Waldfee, ja. Gehört aber dazu. Da gab es ganz ordentlich ins Gebälk. Wir haben da zwischen Spiel und Post-Game-Show schon kurz drüber gequatscht. War ein großes Stück auch von den Missionszielkarten. Also da war richtig Glück, ja. Da war ich von Anfang bis Ende echt, da hatte ich Glück, was ich gezogen habe. Ja. Und vor allem, dass dann in Runde 4 auch noch kam, dass ich alles im Nahkampf umhauen muss und einfach alles auch noch gleichzeitig hat kam. Alles gepasst. Genau, ich muss ganz viel kaputt machen. Ja. Zu einer Zeit, wo alles bei mir vorne dann stand, das war natürlich, ja. Hat gepasst. Krass. Es hat gepasst. Dadurch. Dann warst du auch schon mitten in meiner Linie drin, hat ja alles gezogen. Gegenfeuer hat nicht geklappt, viele Einsen gewürfelt, viele Zweien gewürfelt. Ja. Im richtigen Moment immer verkackt quasi und ja, gehört aber auch dazu. Kann ich immer alle Sechsen haben. Nein, das stimmt. Aber gut. Ich hoffe, du hattest trotzdem. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen, allein den Laden mal kennenzulernen. Ich war ja schon sehr früh hier. Ja. Um 10 Uhr schon. Ja, ja. Hab mich dann köstlich mit Tobi, mit Dennis und auch mit Carsten gut unterhalten. Super Stimmung hier und toll, dass es so weitergeht. Ich hoffe, die Jungs lassen mich mal wiederkommen. Gerne. Und ja. Ich freue mich drüber. Hat sich auf jeden Fall für mich persönlich gelohnt, auch wenn ich verloren habe, aber es soll Spaß machen und das hat es auch nicht gebracht. Aber muss man sagen, auch nicht aufgehört, aber es war der zweite Verlust heute. Wir haben heute versucht, bei Black Black zu überleben und bekamen ziemlich anti-kontrasiert. Da gab es dann auch die schlechten, da waren sie das genau andersrum, da kamen die schlechten Karten zuerst. Ja, genau, ja, da war das andersrum. Da hat es auch wehgetan. Ja. Insofern, Lerner, der Tabletopper scheint häufig nicht ausschließlich Glück mit Karten zu haben. Ne? Karten oder Würfel, alles ja. Glücksfaktor. Genau. Vielleicht haben wir die Glückskekse nicht gegessen. Ich habe welche nicht gebracht, so ein Müll. Daran wird es liegen, ja. Die waren sauer ja, und haben dann schlechte Aura rübergebracht. Gab es eine Einheit, die du auf deiner Seite denn dennoch besonders gut fandest, wo du sagst, jo, das Ding hat... Also ich war ziemlich erstaunt, wie lange mein Haku durchgehalten hat, also mein Tank-Commander, bei dem alles, was darauf gesetzt wurde, an Multimeldern, an anderen Einheiten und auch im Nahkampf und alles drum und dran. Ich war ziemlich erstaunt, dass die so lange halten. Ich habe eigentlich gedacht, in der ersten Runde, pom, und weg, pum, weg ist das alles. Ja, war erstaunt drüber, über die Haltbarkeit. Feuerkraft war nicht so toll, hat sich nicht so gelohnt, da manche Sachen zu haben. Aber ansonsten... Denke ich mal schon, dass das eigentlich die Glückseinheit ist. Ja. Die anderen haben nicht so viel Glück gehabt. Hast du einen Tagesloser auf deiner Seite? Tagesloser. Boah, eigentlich alle Imbis, die da auf den Feld noch stehen. Das ist die imperiale Wir müssen halt die nächste Welle schicken und dann hoffen, dass die halt den Feind dann platt macht. Ansonsten so schlechte Einheiten grundsätzlich also eher so nicht. Aber manche hätten effizienter sein können. Ich habe auf mehr Plasmatote erwartet, also quasi Selbstzünder, wie man so schön sagt. Ja, okay, ja. Gab es halt nicht so viele, aber ansonsten. Also so schlecht sind Imperiale nicht. Es ist jetzt eine reine AOP-Liste. Das ist jetzt keine. Dennis hat mal wieder mal seine Formation gespielt. Ist man ihm auch nicht böse drüber. Und ist halt Weltenprallen aufeinander. Ja, definitiv. Was jetzt funktioniert, fand ich, war der Alpha Strike als solcher. Den finde ich bei den Ultramarines immer noch total krass. Weil ich glaube, gerade gegen Armeen, die hinten stehen und erstmal viel vorher mit Feuer wegtanken müssen, da ist das echt. Wenn der Feind schon vor deiner Haustür steht und du einfach keine Chance hast, mal eine oder zwei Runden mal ein bisschen Feuerkraft auf ihn auszulassen, dann sitzt man halt übel da. Man hätte vielleicht einen Infanterieschirm machen können, hätte aber auch nicht wirklich viel gebracht. Vielleicht eine Runde mehr, aber ob das dann den Ausstoß gebracht hätte, da eventuell mehr Sonne zu sehen, ich glaube es nicht. Ja. Aber gut. Das Krasse, wo du nämlich Formationen gerade sagst, das waren für mich die Loser dieses Spiels. Weil ich hatte einen Bolter Drill, Superior Bolter Drill, mit dem konnte ich mal vorne gar nichts anstellen. Also den hatten sie zwar im Gepäck, aber das heißt, diese komplette Gladius Strike Force Regel, die war, die Formation, die war Essig. Was nach wie vor gut zündete, das fand ich, war, ist dieser Skyhammer Annihilation Force, dass die Devastoren auch steigen dürfen. Ja, das ist hart, dass die dann als stationär zählen und dann auch noch richtig dann in so kurze Reichweite. Ja. Das ist schon echt übel. Ja. Vor allen Dingen, er hat es ja noch mit relativ harmlosen Einheiten gemacht, zwei Multimeltern und einem schweren Bolter. Mhm.
und die andere Einheit hat dann diese Sondereinheit drin. Das war doch noch eine relativ harmlose Kombination, man hätte ja auch vier Multimelder erstellen können. Ja. Oder Raketenwerfer, Laserkanonen oder ähnliches. Ja. Also das hätte man schon wertiger aufstellen können und dann wäre es echt übel gewesen, ja, wenn da so eine stationäre Einheit, obwohl sie geschockt ist und dann haut die da rein, so ja, kurze ja, Entfernung. Ja. Das ist schon teilweise ein bisschen vage, ob das ja dann auch wirklich spielbar bleibt. Ja, das stimmt. Balanced. Das, was ich überlegt habe, ist, das hatten die Space Marines vorher auch schon, selbst im alten Codex indirekt, indem du Scouts mit einem Melter genommen hast und in Lands of the Storm mit einem Multimelter geparkt hast. 18 Zoll konntest du davor infiltrieren, okay, durftest dann scouten und das bedeutete, du warst in Runde 1 warst du in Multimelter-Reichweite. Für 100 ja, gut, aber Punkte das quasi. Das wäre aber auch nur ein Multimelter. Also man könnte es natürlich übertreiben, ja, genau, dass genau, man ja sagt, okay, ich nehme noch richtig genau, viele genau Einheiten davon. Ja. Aber gut, das hält sich ja noch im Rahmen. Aber wenn dann halt so mit 5, 6 an eine Kapsel kommt und dann boom, das Ding einfach mal voll ist von so einer Seite, ja, ja, ist das schon übel. Die Kapseln, die stellen sich hin und die machen es voll, ja. Ja, und also die Kapseln sind so preiswert und teilweise gibt es ja Formationen, wo die kostenlos sind. Oh, das ist, das richtig, ist auch ja schön. Was mich überrascht hat, dass beide Imperial Knights noch stehen, bei dem, was gerade du an hohen Stärke wert naja, hast. Ich habe viele Einzelschusswaffen, ja, die also viel Einzelschaden machen, aber nicht so viel, dass man, dass ich so viele Rumpfpunkte quasi von den Knights mit ihrem Spielerschild natürlich runterknuspern konnte. Ja, ja. Ich habe gehofft, dass die Marsharius-Kanone vielleicht noch ein bisschen mehr reinhaut, weil es ist ja quasi ein Melter mit unbegrenzter, also mit 72 Zoll, aber ja, ja, haut immer durch. Klappt nicht immer. Würfelglück fehlt natürlich auch manchmal. Oh ja. Und dann geht's halt nicht, dass das halt dann klappt und dann ist der halt durchgerannt. Die sind ja auch recht schnell, 12 Zoll. Genau, genau. Ist ja man zwei, drei Runden spätestens im Nahkampf mit den ja Dingern. Für den Nahkampf sind die imperialen Panzer nun mal nicht gemacht. Nee, nicht wirklich. Nicht vor allem wirklich, wenn der Titankiller als Kettensäge vorbei und ist. Und war ja auch ein relativ kleiner Panzer. Das war ja jetzt kein Riesending. Das waren 6 Strukturpunkte, eine relativ gute Waffe und der Rest war halt eigentlich eher so Infanterieabwehr und nicht im Imperial Knights Abwehr. Ja. Wie viele Punkte hat der gekostet? Der hat 385 gekostet. Okay. Das ist noch relativ harmlos. Also ja, Railway kostet ein paar Punkte mehr. Kann natürlich auch dementsprechend mehr liefern an Feuerkraft, also Laserkanonen oder halt auch das Bremen-Geschütz. Muss man mal variieren, ob man dann vielleicht ein oder zwei vielleicht von denen mitnimmt. Okay. Aber ich wollte es unbedingt mal austesten. Genau. Und so hat man den Schrank. Es sieht ja auch schön aus. Ja! Sehr schickes Modell. Ich finde sowieso, die Armee fand ich farblich und von allem mal echt krass. Weil also ich muss zugeben, ich bin kein super Maler. Ich habe das einfach nur jetzt probiert, so gut ich es konnte halt zu malen. Das ist eine relativ einfache Farbgebung. Ja. Auch eine sehr einfache Technik, das so zu malen. Basen sind natürlich nicht meine Stärke, wie man gesehen hat. Die sind so ein bisschen ohne, das ist halt nur die Farbe. Aber wenn es den Leuten gefällt und es reicht, also für Tabletop, wenn man so eine gewisse Entfernung dazu hat, ist das ein relativ gutes Farbschema. Und blaue Helme halt, Krümel, blau. Ja, genau, genau. Ich fand es total krass, dass alles einfach metallisch geglänzt hat. Das war mal sehr außergewöhnlich. Also das fand ich sehr schön. Ja, es war... Der Hintergedanke war da mal Stilieten, ein bisschen ja Abschaben von alles. Ich wollte noch ein bisschen Rost eigentlich noch zuführen, aber dazu bin ich gar nicht gekommen. Das wären jetzt die nächsten Stufen, die ich dann eventuell mit der Armee weitermache, dass da halt Pigmente noch dazukommen und alles drunter. Aber um hier erstmal die Masse herzuzaubern, ja, habe ich aber auch noch ein bisschen dran gesessen. Bei Zombicide hatte ich das auch die letzten 4 Tage gesessen und gemalt ohne Ende, damit ich die Figuren zusammenkriege. Die sahen auch gut aus. Die waren vom gleichen Schema her. Okay. Also die sind auch quasi Grundfarbe. Ja. Extra Farben, Tusche drüber und dann fertig. Aber es ist halt auch bei Zombies halt eine riesen Menge an Miniaturen. Ja. Und da kann man halt nicht so ein High-Level wie Tobi hier teilweise zaubert. Das geht einfach nicht bei so vielen Miniaturen. Ja. Außer man hat so ein Talent und genug Zeit dafür. Genau, genau. Das haben wir leider nicht alle. Nein, Kamerafein ist auch gut. Ja. Okay, dann hoffen wir, dass ihr auch ähnlich viel Spaß hattet beim Schauen wie wir beim Spielen. Und dann machen wir einen Spruch wieder zusammen. Obwohl, ich muss vorher noch sagen, genau, stimmt. Das vergesse ich jedes Mal und möchte es eigentlich mal an einen Anfang packen. Wenn auch ihr mal als Herausforderer vorbeikommen wollt, ich frage mich, ob irgendjemand das bis zum Ende mal schaut und so mitbekommt, aber das ist gut. Wir freuen uns über jeden Herausforderer, den wir hier begrüßen dürfen und auch gerne dann über einen ganzen Tag, wo man dann schick dann Sachen zusammen machen kann. Quatschen. Ja, genau. Bringt dann Zeit mit.
Wenn ihr uns herausfordern wollt, dann schreibt unten, im Text steht es auch nochmal, an herausforderung@spielebude.com oder schreibt uns über Facebook über die Wargaming on Tape Seite an, damit wir dann einen Termin absprechen können und ihr euch aussuchen dürft, wie viele Punkte, was wollt ihr spielen. Wir freuen uns auf euch. Und wie gesagt, die Antwort lohnt sich. Ha, das hört man gerne. Ich werde gerade rot, ich weiß nicht, ob man sieht. Die Beleuchtung ist nicht so gut, aber ja. Dann bleibt eigentlich nichts weiteres noch übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal und immer schön weitermoschen.